Ganz nervös. Hallo, Pokémon ist heute wieder dran. Und da haben wir jetzt wirklich beim letzten Mal immer gesagt worden, wie unprofessionell ich spiele. Und ich wusste, das werde ich jetzt nicht durch kurzes Lernen einfach mal selber schaffen. Dachte ich mir, hole ich mir irgendjemanden ins Boot, der sehr, 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 sehr viel Ahnung hat. Das ist nicht dieses Mädchen, sondern begrüß dich hier. Wer ist das? Stell dich einfach selber vor. Begrüß dich selber, begrüß ja. Begrüß dich selber. Ja, ich bin's, Ray, oder 25, Eisheiß 25, vielleicht kennen mich einige. Zumindest boah, was man angeht. Dreimal Sonderbomben, die wollen. Ja, cool. Hast du die letzte Mal übersehen? Ja. Insgesamt findest du in dem Spiel, glaube ich, dreimal drei Sonderbonbons, insgesamt neun. Schön. Wenn ich mich recht erinnere. Schöne Sache. Also, wie ich mitbekommen hast du gegen Venus verloren. Hast du richtig mitbekommen? Dreimal insgesamt. Und ich glaube nur zweimal davon habe ich überhaupt das Suicune gesehen. Das war vielleicht peinlich. Hast trainiert und jetzt willst du dich erneut stellen. Richtig. So. Nico. Och Mann. Die setzt ja immer andere Pokémon zum Start ein. Jupp. Das irritiert mich voll, weil ich habe jetzt eigentlich gehofft, die spielt ihr Giflor aus. Na, ja, aber du kannst mit Entei, weißt du, wenn du es draußen hast, dann kannst du das ziemlich gut mit Feuersturm wegfetzen. Ja, das mache ich auch. Weil Stalos hat eine schlechte Spezialdefensive und das kannst du ausnutzen. Und wie heißt das denn, die Koro würde ich einfach irgendwie verwirren oder sonst was, wenn du was in der Richtung hast. Habe ich direkt mal Konfuscheu gemacht. Weil Enikoro ist nicht der starke Angreifer, den kannst du eigentlich erstmal beiseite lassen und erstmal das komplette Team auf der anderen Seite fertig machen. Boah, ich hätte nicht mal gedacht, dass ich das One hätte. Das eigentlich hätte mal das klar. Ah, Moment. Okay, ich weiß ja nicht, wie hoch der Spitzeangriff ist. Ach, warte. Ja, doch. Naja, ich habe gerade irgendwie eine Sekunde gedacht, das wäre nicht unbedingt. Das wäre mittelmäßig und nicht sehr effektiv. Aber das ist doch. Ist der nicht Stahlstein? Nee. Stahlboden. Ja, Stahlboden anscheinend. So. Siehst du, da habe ich mich schon wieder blamiert. Was kann man denn noch machen? Was ich dir als guten Tipp geben kann, ist, dass du Sonntag machst, sobald erst das Suicune rauskommt, weil dann kannst du die Surfattacke erstmal wegblocken. Ja. So. Jetzt versuch Banette erstmal fertig zu machen. Oh ja, das kann üble Spukbälle. Ich denke, das werde ich auch einfach verwirren. Naja, warum? Du machst mit Unlichtattacken. Das hat Schwäche Unlicht. Ja, stimmt. Wird besser. Jetzt mit Unlicht drauf und ja, jetzt ist. Ich habe ja auch Biss mit Entei. Ja, ist gleich stark fast mit Feuersturm. Ja. Ist aber treffsicherer. Ja, richtig. Und es könnte jetzt rückschrecken, ich meine. Ja, 14%. Okay, Natara macht genau. Aber, denke ich mal, sogar mehr Schaden. Bei irgendeinem Step. Ja. Und sehr effektiv, könnte mehr Schaden machen. Und du musst gucken, dass dein Entei am Leben bleibt. Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, das Einzige, was bei dir Sonntag kann. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe noch nicht mal mehr neue Tränke gekauft. Mm. Hol dir doch Tafelwasser, die kriegst du in der Stadt sogar sehr günstig. Kannst du ein Dutzend holen. Das mach ich sogar mal. So, da ist das Skiflor. Da freue ich mich natürlich drüber. Moment. Ich guck mal ganz kurz die Items. Entweder Entei heilen oder zurückrufen, damit du noch was hast. Wow, einmal Trank. Cool. Ja, ansonsten, ach, hier habe ich noch Limonade. Ja, Entei muss leben. Muss leben, hier, bitteschön. So, jetzt hast du Nataras Zug eingesetzt. Jetzt musst du mit Enteis Zug jetzt erstmal dafür sorgen, dass Skiflor nicht mehr so ganz gerade steht. Feuersturm auf gut Glück. Ja. Immerhin trifft es, das ist schon mal. Hat aber eine gute Spezdefensive, Skiflor. Ja, ist sogar tot. Wow, gut. Boah, die Animation, die ist hilarious. Ja, die Animation ist aber von damals immer gleich geblieben. War die auch bei Pokémon Stadium? Ja. Ich glaube, die haben sie aber hier so ein kleines bisschen abgespeckt. Boah. Da haben wir's. So, und jetzt brauchst du den Sonnentag. Ist die Kombo, die du am besten, ich dir am meisten empfehle. Komm, hau dich mal selber, du Mistvieh. Boah. Nee. Na, ja, kommt der Risikotackle. Richtig. Nicht gut, Mann. Aber, mal gucken. Ist es noch verwirrt? Ja. Es sollte, denke ich mal, nächste Runde dann wieder sich auflösen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, mach deinen Sonntag,
verwirre Suicune. Warte, ich guck mal kurz, was. Ansonsten würde ich jetzt auch zusätzlich versuchen, entweder ja, Gesang oder... Oh, Moment, ich versuche dann, ja, Sonntag. Machst Sonntag und versuchst zu verwirren, damit du es fixiert hast. Danach kannst du mit Entei Enikoro ausschalten. Ja, das habe ich vor. Eventuell wollte ich sonst noch Dumisel raustun und dann mit Giftblick angreifen. Versuch's erst einzuschläfern. Kann ich auch. Dann baue ich dafür Wablu. Boah, das macht nix mehr. Schön. Nicht mal auf Enter. Ja klar. Sonntag. Um die Hälfte, oder? Jupp. Sehr gut. Alles klar, erstmal stillgelegt. So, und jetzt würde ich... Ich würde aber keinen Wechsel bevorzugen. Ich würde Entei down gehen lassen. Denn dann kann Wablu nämlich mit voller Energie rein. Jetzt würde ich gucken, dass du vielleicht mit schwachen Angriffen von Nachtara das, ja, das Suicune anschwächst. Mhm. Den Koro ausschalten einfach. Sollte eigentlich machbar sein mit einem Schlag. Sonnentag verstärkt Feuerattacken, also. Ja, ja, deswegen. Und ansonsten war es dir so, ist schon über die Hälfte geschwächt. Ich hätte es halt nur nicht, mehr Sonntag hätte ich halt nicht vorher gemacht, bevor es nicht, das Giflor draußen ist, weil Giflor hat so weiß Chlorophyll. Chlorophyll. Chlorophyllik. Weiß ich gerade. Ja, doch, könnte gut sein. Na, ja, das brauche ich nicht. Also auf jeden Fall Initiative bei Sonne. Und es besteht eben auch die Gefahr, dass es noch Solarstrahl kann. Jupp, das könnte dir dann doch einiges vermiesen. Und zwar habe ich das Giflor bisher nie gut in Aktion gesehen, nebenbei. Oh Mann. Weil es bei mir immer sehr schnell K.O. gegangen ist. Und wie lange hält dein Enter noch durch? Eine Runde dürfte. Obwohl, ja, nächste Runde könnte er auch kaputt gehen. So, und Nachtara macht wenig Schaden, das ist gut. Kann Nachtara Biss oder nur Finte? Nur Finte. Ich hatte mich ja entschieden, entweder Biss oder Finte. Na, ich hätte Biss genommen. Wegen dem Zurückschrecken oder was? Rückschreckquote, weil hier macht sau selten ein Gegner irgendwas mit Genauigkeit senken. Deswegen ist Finte eher schwachsinnig. Boah, was würde ich jetzt mit Entei machen? Angreifen wäre wohl Biss vielleicht noch. Du kannst es auch rufen einfach, um Zeit zu verschwenden. Das kann ich auch machen. Oder du heilst es und erstes guckst, dass du erstes nochmal Sonntag einsetzen kannst. Ich habe nämlich jetzt nicht die Runden gezählt. Also wenn du jetzt einen Trank spielen würdest und der Sonntag gut nichts raussetzen, könntest du den Sonntag nochmal erneuern. Ja gut, andererseits will ich auch mal das Wablu zum Einsatz bringen. Ja, aber Wablu ist aufgeschmissen, wenn der keine Sonne da ist. Okay. Auch wenn es defensiv ausgelegt ist, du hast es nicht entwickelt, deswegen... Ja. Hast du den Trank oder was haust du jetzt? Hypertrank, das einzige, was ich noch übrig habe. Habe ich jetzt noch zweimal. Ja, ich hätte eigentlich gesagt, du machst erstmal einen Trank, damit du nur den Treffer belebst und dann hast du den nächsten oder down gehst. Wäre natürlich eine gute Alternative. Das wäre meine Idee gewesen. Das Sonnenlicht ist noch. Dann schwächst du weiter mit Nachtara an und warte ab, bis das Sonnenlicht aussetzt. Und danach machst du ein neues Sonnenlicht, wechselst irgendein Pokémon ein, was vielleicht ja schnell down geht, oder hoffst aufs gut Glück, dass das Surfer nicht der letzte ist für Wablu. Müsstest mal gucken, wie viele Spezverteidigungen Wablu hat. Ja, mach ich dann jetzt mal. Weil wenn es mindestens, circa, ja, was hat ein Enter, muss einfach gucken, was Enter halt da hat. Ein Enter kriegt jetzt einen neutralen Schaden, so gesehen. Ja. So, und jetzt guckst du mal, wie viel Spezverteidigung Enter hat. 72. Jetzt müsstest du Wablu, wäre es irgendwie in der Richtung auch was haben. 61. Gut, da würde ein Treffer sogar zwei wegstecken können. Das ist doch cool. Außer es ist halt Volltreffer. Nur du musst halt die Sonne jetzt erhalten erstmal. Ja. Die Verwirrung hält noch gut an. Ja. Obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass sie nur 2 bis 5 Züge hält. 2 bis 5? Ist sie nicht manchmal schon nach einer sogar erloschen? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwo nur mal aufgeschnappt. Aber
weiter mich belesen. Nein, Verwirrung habe ich nicht. So, jetzt. Ja, die Sonne ist jetzt weg. Ich denke mal, einen Angriff könnte man vertragen. Wobei, ich weiß nicht. Rechne einen Volltreffer ein. Und Verwirrung ist auch noch drauf, also greife nicht mehr an. Solange es verwirrt ist, nicht mehr angreifen, weil das könnte sich sonst selbst vernichten. Ja, das war jetzt das kleine Risiko, was ich mir überlegt habe. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Hast du eigentlich Netzbälle gekauft oder überhaupt dich mit Bällen versorgt? Nein? Nö. Warte, Bälle habe ich, das weiß ich. Netzbälle wären ideal gewesen. Netzbälle wären ideal gewesen. Ja, das ist natürlich wahr. Oder ich guck mal kurz. Superball. Ach du Scheiße. Okay, ich habe 3 Hyperbälle. Oh. Und noch 11 Superbälle. Könnte aber trotzdem klappen, wenn du mit Wablus schaffst einzufangen. Ja. Da musst du wirklich jetzt richtig unverschämtes Glück haben. Aber einen Schlag muss ich jetzt wohl noch austeilen. Ich meine, die Verwirrung ist, ich glaube, die war jetzt weg. Mach erstmal mit Wablu einschläfern. Wablu kann notfalls auch noch anschwächen. Ja. Wen wechselst du aus, Entei oder Nachtara? Es ist schon sehr spät in der Nacht. Muss ich bedenken. Ich würde Nachtara erstmal drin lassen. Entei Nachtara, ja, wäre auch besser. Was mache ich mit Nachtara in der Zeit denn? Kannst du es wieder rufen. Oder kannst du noch Justo von Ball werfen. Stimmt, ich meine Chance. Werf aber einen Superball, kein Überball. Mach ich. Ah, wie gesagt, so spät nachts manchmal ist man ja schon mal ganz durcheinander. Bist aufgeregt, ne? Natürlich. Du kommst jetzt über den Rücken geschaut hier. Ich finde es aber auch erstaunlich, wie sich die ganze Lage geändert hat. Ich habe echt letztes Mal episch verloren. Und jetzt eigentlich trainiert. Ja. Praktisch sehr gespielt. Ja. Wow, war aber schon gut. Fast schon drin gewesen. Ja. So, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Wablu die Treffer standhalten kann, bis der Gegner eingeschlafen ist. Surfer, oh Mann. Ja, die AP von Surfer dürften bald ausgehen, das heißt, das Vieh würde gleich mit Kryptoschlag angreifen sogar. Das könnte gefährlicher werden. Mhm, da das, wenn du aufgepasst hast, Erzwinger von Entei sorgt dafür, dass 2 AP verbraucht werden. Surfer hat 15 AP. Ja. So, jetzt musst du nach Tara irgendwie, ja, entweder Bälle weiterklopfen oder... Natürlich, das wäre natürlich auch genial, wenn ich mal die Runden wechseln könnte. Dass ich mit Wablu erst angreife, na egal. Hoffen wir einfach mal das Beste. Und auch, dass Gesang jetzt ein Treffer wird. 55 Genauigkeit. Ich habe da schon meine Verzweiflung manchmal gehabt. Ja, glaube ich dir. Ich habe auch deswegen x Treffer mir geholt für Wablu. Oder eher gesagt, Altaria. Ich habe es mir ja entwickelt vorher, damit es auch was aushält. So. Kryptoschlag. Okay, der endet jetzt schon. Komm, Nachtara. Fuck, das war knapp. Okay, letzte Chance. Oder einzige Chance bis jetzt sogar. Wablu. Ich liebe dieses Spiel. Nimm Nachtaras zu Kai Wablu und versuch's nochmal. Oh nee, ich hab doch nur solche. Ich hab nur einen Hypertrank, das ist eigentlich schon viel zu schade. Haus raus. Ist ja gut. So. Hättest du dich besser versorgt am Anfang, wäre das nicht so... Ja. Ich habe ja gesagt, irgendwie vor der Aufnahme kümmere ich mich drum, kaufe Items und so offscreen. Habe ich halt vergessen? Boah, ja. Der macht so... Wieso muss jetzt ausgerechnet Kryptoschlag kommen? Wobei, das macht mir natürlich auch mal ein bisschen Sorgen, der Rückschlag, Rückstoßschaden. Und du hast schön, dass er schläft. So. Und jetzt... kommt die Phase, wo du erstes angreifen und fangen musst. Angreifen und fangen? Mhm. Was hat ein erstes Wablu für Attacken? Ich glaube Fliegen und Spiegeltrick. Aber ich meine Zweifel, ob Fliegen nicht noch eventuell ein bisschen zu stark wäre, wobei der Angriffswert ist auf 36. Jo, selber nach Tara. Du hättest einfach hochlenken können. Ja, aber das habe ich. Ich habe mich irgendwie verklickt. Ja, Finte und Geheimpower. Ja, der Angriff meine ich. Auf Stärke 75. Hm. Versuch's erstmal einfach zu fangen. Werf einen Ball drauf. Ja, eben.
Weil hier bleibt doch nicht viel Zeit. Schlaf 30%, dass es aufwacht pro Runde. Oder sollte ich direkt warten, schmeiß ich schon mal einen Hyperball am besten drauf. Ich habe aber festgestellt, dass die hier im Kolosseum sehr leicht zu fangen sind, wenn du im Schlaf die Gegner hast. Dazu habe ich es bis jetzt nicht mal kommen lassen. Aber es ist wirklich leichter zu fangen, habe ich zumindest bei Intel festgestellt. Wow. Das will dir heute nicht. Nö. Vielleicht mit einem Netzball, ja? Netzball, genau. Da war es bei mir beim zweiten Ball drin sogar. Okay, Sonnenlicht ist vorbei. Das heißt, der könnte jetzt wieder mit Surfer angreifen. Probiere ich einfach das gleiche nochmal. Ich bin immer auch der Meinung, das war einfach nur schlecht gelaufen. Naja, muss halt hoffen. Weil jetzt ist das Risiko halt, wenn du es jetzt angreifst, dass du es tötest. Ja, natürlich will man es ja im roten Bereich haben. Na, ja. Siehst du? Alter. Sag bloß, das Spiel ist abgestürzt. Nee. Nein, doch, es ist abgestürzt. Oh Mann. Ah! Wieso immer ich? Kauft nie etwas bei eBay. Was soll denn das? Oh Mann.